Gott, Alter, fuckt es mich ab jetzt. Ja, ich habe die Kacksoße da jetzt weggewischt. Aber wo war ich stehen geblieben? Nun. Tut mir leid. Also, ihr müsst hier, ich habe euch gerade das Fleisch gezeigt, dann habe ich meinen Tisch jetzt eingesaut, ruiniert. Nun ja, wichtig ist jetzt hierbei, dass ihr eure, mit eurem Protein relativ konstant bleibt. Sprich, zumindest Maintenance heißt es. Das heißt Erhaltung. Ein Erhaltungslevel, bei einem Aufbaulevel müsst ihr dann immer ein bisschen mehr drauf packen. Wenn ihr es erhalten wollt, eure die Muskulatur, dann ein bisschen weniger. Sprich, ihr macht auf jeden Fall keinen Fehler, wenn ihr mit dem Protein ganz, ganz wenig runtergeht, beziehungsweise es einfach nur so lasst, wie es ist. Auf jeden Fall mit dem Protein solltet ihr einfach nur gleich verfahren. Das mache ich jetzt so. Jetzt die Sache ist mit Kohlenhydraten und Fetten. Also im Idealfall ernährt ihr euch einfach normal weiter, ja. Ihr müsst halt mit einbeziehen dann, wenn ihr euch weiterhin normal ernähren könnt. Ich weiß, dass wenn jemand eine Magen-Darm-Grippe hat, dann sieht es halt ein bisschen scheiße aus. Dann alles, was irgendwo reinkommt, kommt halt aus irgendeinem Loch wieder raus, ja. Und zwar ganz schnell in irgendeiner merkwürdigen Form, ja. Flüssig, gasförmig, naja, meistens als Dünnschiss oder Kotze, aber... Tja, Leute, so ist das Leben. Jeder wird mal krank, leider, es gibt schlimmere Sachen. Also so eine Erkältung hat noch niemand... Doch, also hat schon Leute umgebracht, aber... Seien wir mal optimistisch, ja, weil ansonsten habe ich nicht mehr 4 Tage zu leben. Nun, jetzt... müsst ihr einkalkulieren, dass ihr hoffentlich intelligent genug seid, um zu merken, mein Körper braucht eine Pause, ich bin daheim, ruhe mich aus und überstehe die Krankheit. Regel Nummer 1. Aber euer Grundumsatz, der ist zwar jetzt durch diese Mechanismen, die im Körper da vonstatten gehen und so weiter, diese ganzen Abwehrmechanismen im Körper, der ist zwar schon auf Hochtouren, aber kalorienmäßig verbrennt ihr jetzt eigentlich nicht mehr so viel, wie ihr ansonsten verbrennen würdet mit Laufen, Training und hey, ich mein's ernst, selbst so 10 Mal zum Kühlschrank gehen ist schon was, was Kalorien verbrennt. Also jede Kleinigkeit und die fällt einfach komplett weg. Das sind auch die Sachen, wo der Muskel zum Beispiel atrophiert und sowas, wenn ihr irgendwo nur liegt, auch ihr baut Muskel sehr, sehr schnell ab, wenn ihr überhaupt nicht gebraucht wird. Und das ist beim Liegen der Fall, da baut ihr, also da ist, das ist wirklich die absolute Katastrophe, die einem passieren kann. Wenn man etwas überhaupt nicht mehr benutzen kann. Nun, wenn ihr jetzt da, solltet ihr dann, hier ist meiner Ansicht nach, Fette sind in dieser Phase der Krankheit ziemlich wichtig. Ihr dürft nicht an den Fetten sparen. Ich würde eher an den Kohlenhydraten schrauben, wenn man krank ist. Sprich, ich bin krank, okay, mein Grundumsatz sinkt jetzt beispielsweise um 500 Kalorien. Daher die 500 Kalorien, die tue ich von den Kohlenhydraten wegpacken. Ich kann sie auch zum Teil von den Proteinen wegpacken, würde ich aber nicht von den Fetten unter gar keinen Umständen. Da würde ich nicht dran schrauben, ja. Da ist vielleicht sogar gut, ein bisschen mehr Fett zu sich zu nehmen zu der Zeit, ja. Aus medizinischer Sicht. Aber jetzt mal jetzt nicht Pommes oder so, sondern gute Fette aus Nüssen zum Beispiel. Also keinen Scheiß, kein Scheiß Burger essen, gell, Jungs. Das war jetzt so nicht gemeint. Das ist sehr wichtig. Ansonsten, Leute, schaut, dass ihr gesund bleibt, bitte. Die Gesundheit ist was, wie soll ich sagen, ich möchte jetzt noch an dieser Stelle, es wird meinem Alter wahrscheinlich nicht gerecht, auch wenn viele Leute meinen immer, ja, der Tim, der besitzt den Körper eines Erwachsenen, den Kopf eines 12-Jährigen. Nein, ich lebe auch nach dem Motto Savage the Body und Civilize the Mind. Ich bin einfach nur der Meinung, man sollte sich selbstverständlich kognitiv immer weiterbilden und jetzt an dieser Stelle dann möchte ich schnell sagen, um die Pointe schöner rüberzubringen, fängt man natürlich damit an. Ein Gesunder hat 1000 Wünsche, ein Kranker hat nur einen. Daher Leute, behaltet es im Hinterkopf, ich weiß es selber, ich war schon öfters mal gut krank, weil ich es einfach nicht ernst genommen habe. Mittlerweile nehme ich es Gott sei Dank ernst und auch mit meinem gebrochenen Arm, wo ich lang da war, mit meiner ziemlich kranken Mutter und so weiter. Das ist einfach eine Sache, die solltet ihr ernst nehmen, da muss man sich auch Zeit für nehmen. Und an der Stelle bin ich dann auch ernst und sollte euch mal sagen, auch, dass man auf YouTube als intelligenter Mensch Sarkasmus und Scherze erkennen sollte, gell? Und soll nicht immer irgendwie so, oh, der Tim ist so dumm, weil der sagt da so dumme Sachen, so wie jetzt, der nimmt es gar nicht mehr ernst, der
Sie benimmt sich wie ein Zwölfjähriger und so. Ganz ehrlich, Leute, ich will diese Stereotypen abschaffen. Ich habe keinen Bock auf diese ganze Bullshit-Kacke, wie irgend so ein muskelbepackter Schrank, der da steht und immer nur so immer nickt und diesem Klischee einfach gerecht wird. Ich bin nicht, auch ohne Muskeln würde ich mich so benehmen und fertig. Diese Muskeln sollen einen nicht verändern, Leute. Das ist nicht Sinn und Zweck der Sache. Wir sehen uns jetzt gleich. Ich zeige euch jetzt mein Essen, weil ich will endlich loslegen. Bis dann. Ich loslege. 20 Kilo? Synthol. Syntholarme. Oh, muss mal gucken, wie ich mit dem 26er ziehe. Jetzt auf den Weg. Syntol. Syntol. Hey Ralf, warum so viel Syntol? Baut schneller Masse auf. So. Oh, das ist mir zu einfach.